Großer Medienrummel bei der Präsentation des neuen Stadionnamens. Der Sportclub Freiburg spielt künftig bei Heimspielen im Schwarzwaldstadion. Möglich macht das eine Kooperation von insgesamt 7 Partnern aus der Region, darunter die Schwarzwald Tourismus GmbH. Die Bundesliga, das ist eine richtige Gelddruckmaschine und da passiert sehr viel über Finanzen. Und da eine Region nicht so finanzstark ist als Tourismusorganisation, sich hier einen Namen zu sichern, gibt es das sonst in der Bundesliga nicht. Und da spielt der SC Freiburg und auch der Schwarzwald mal wieder eine besondere Rolle. Und so kommt dann praktisch der Name zur Heimat zurück und die Heimat zum Namen zurück. Und von daher ist diese geografische Bezeichnung für ein Fußballstadion schon eine Besonderheit und sensationell, finde ich. Für die kommenden 5 Jahre bezahlt die Schwarzwald Tourismus GmbH jährlich 150.000 Euro für die Namensrechte. Noch einmal 100.000 Euro kommen von der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe. 5 weitere private Sponsoren beteiligen sich mit insgesamt 250.000 Euro. Mit dabei ist auch das Bauunternehmen Schleid aus Waldshut-Tiengen. Die Werte, die der SC Freiburg vermittelt, sind für uns im Unternehmen auch sehr wichtig. Das heißt, dieser familiäre Charakter, dieser regionale Bezug, der Fokus auf die Ausbildung, der beim SC Freiburg auch sehr stark vertreten ist, und dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Die Idee zum neuen Namen kam vom SC Freiburg selbst. Weil Mage Solar das finanzielle Engagement zum Ende der vergangenen Saison aus wirtschaftlichen Gründen nicht fortsetzen konnte, machte sich der Sportclub auf die Suche nach neuen Partnern und ist mit dem Namen Schwarzwaldstadion hoch zufrieden. Der Schwarzwald braucht, das ist wunderschön, aber er braucht ein jüngeres Image. Und dieses jüngere Image, das können wir über Fußball bringen. Und wir haben in Umfragen in der Vergangenheit, die wir im Schwarzwald und ganz Baden gemacht haben, entlang des Schwarzwalds, herausgefunden, dass 85% der Menschen, die in dieser Region sehr große Sympathien für den SC Freiburg haben. Und ich glaube, das kommt dadurch auch zum Ausdruck. Von diesem positiven Image des Sportclubs und des Schwarzwalds will auch die Stadt Freiburg profitieren. Im Ausland hat der Name Schwarzwald eine sehr viel größere Wirksamkeit, einen größeren Glanz. Und da unser Tourismusziel deutlich auf den Auslandsmarkt zielt, ist es gut, wenn wir uns da anhängen und den Schwarzwald als Werbeträger für Freiburg und die Verbindung Schwarzwald und Freiburg noch enger wird. Denn wir sind ja schließlich Schwarzwald-Hauptstadt. Die Zusammenarbeit des SC Freiburg mit dem Schwarzwaldtourismus beschränkt sich aber nicht nur auf den Stadionnamen. Künftig wird bei allen SC-Spielen die Werbetrommel für den Schwarzwald gerührt. Das könnte sein, dass dann mal eine ganze Bollenhut-Mädeltruppe über den Rasen läuft. Es könnte auch sein, dass wir das Thema Wintersport gerade in der Winterspielsaison dann eben zum Thema machen. Wir haben ein Promotion-Team, die touristische Informationen und Werbung machen, im Stadion, vor dem Stadion, auch bei Auswärtsspielen. Und wir planen auch, dass wir eine Erlebnismesse machen, im Stadion selber, einmal im Jahr, richtig groß. Eine kleine Hürde gibt es noch. Am 7. Oktober muss der Freiburger Gemeinderat den neuen Namen erst noch zustimmen. Das gilt aber als reine Formsache. Damit könnte der Sportclub schon am 18. Oktober gegen Wolfsburg zum ersten Mal im Schwarzwaldstadion auflaufen.